Hallo meine Lieben, hier ist eure Jonanda an einem Montag. Ja, ich hoffe, dass ihr alle gut in die neue Woche startet, dass ihr frisch, fromm, fröhlich, frei, gesund und munter seid. Junge, 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 das also nur allein, wenn man es hört. Also man muss halt immer erstmal wieder ein bisschen anlaufen. Ich hoffe, ich kann euch dabei mit einer Tagesenergie unterstützen und ich begrüße natürlich alle, die wieder da sind, hier sind und mit uns sind und auch alle neuen Zuschauer. Dein Tag beginnt jetzt. Außerdem spielt auch die Uhrzeit dieser Legung überhaupt keine Rolle. Die kannst du auch abends schauen oder auch mitten in der Nacht. Das ist so ein 24-Stunden-Ding. Ne? So, wobei es ja manchmal nicht reicht, wenn der Tag 24 Stunden hat. Also schaut mal einfach, ob du hier mitgehen kannst. Für die einen ist das auch eine Energie, die gestern schon sehr präsent war. Andere stecken vielleicht schon mittendrin. Auf wieder andere kann es sein, dass die Energie zukommt. Das kann auch morgen sein. Also es sind ja hier alles nur Tendenzen und wir starten jetzt einfach mal mit Ciro Marchettis Gilded Reverie Lenormand und schauen mal so, was uns da so durchgegeben wird. Und stellt euch vor, ich habe auch die Montagskarten wieder gefunden. Die lagen eigentlich da, das heißt eigentlich, die lagen genau da, wo sie hingehören. Und die haben sich einfach letzte Woche Montag nicht gezeigt. Weil ich habe eben noch gedacht, oh Gott, stimmt, die waren ja weg. Hoffentlich finde ich die jetzt, weil ich will unbedingt damit legen. Guck in die Schublade und da liegen die, als ob die nie weg gewesen wären. Das ist unfassbar. Ihr da oben, wir sind mehr oder weniger bereit. Das zeigt uns mal bitte, was heute für uns ansteht, was heute wichtig ist. Oh, das Gerät ist auch gefallen. Gut, und das mischen wir jetzt erstmal. Wir haben hier also schon mal eine männliche Person drin liegen. Du als Zuschauer liegst in der Rolle der weiblichen Person, egal ob du männlich oder weiblich bist. Nee, in der Rolle ist auch falsch gesagt, in Position der weiblichen Person. Die weibliche Person steht für den Zuschauer, die männliche Person steht für ein Gegenüber, was wiederum aber auch weiblich sein kann. Na, also es ist hier eigentlich nur eine Rollenverteilung und die männliche Person, also eine Gegenüberenergie, ist gefallen. Zuerst haben wir hier die Vögel. Es geht heute um Kommunikation. Kommunikation kann auch Klatsch und Tratsch, Kummer und Sorgen sein und die bringt er mit. Ne? Also die hat diese Person hier im Rücken liegen. Jemand sorgt sich. So, dann haben wir hier einen Wunsch, wo er drauf schaut. Das kann ein ganz alter Wunsch sein. Also das ist ein Wunsch, den er vielleicht schon lange mit sich trägt, mit dem Bären. Es ist vielleicht auch was Karmisches. Ne? Vielleicht ist das auch ein Wunsch, der schon so in der, der schon so in der Ahnenlinie liegt. Ne? Aber dazu sage ich gleich was. Und dann haben wir hier das Kind am Ende. Und da geht es um Wachstum, kleine Schritte und um Neuanfang. Also heute kann dir eine Person begegnen, die genau so aufgestellt ist. Also jemand ist hier vielleicht auch ein bisschen angespannt, flatterhaft, nervös, was ja die Vögel zeigen, macht sich hier vielleicht auch Sorgen. Es kann aber auch eine Grundenergie von dieser Person sein. Also dass die vielleicht ja, momentan, was vielleicht auch einfach mit der Jahreszeit zusammenhängen kann, so ein bisschen in so einer Depri-Stimmung ist. Ne? Jemand tut sich schwer, und ja, vielleicht verbreitet er auch Gerüchte. Oder vielleicht ist er auch schwatzhaft. Ne? Das kann auch sein. Es kann auch ein Mensch sein, der ganz einfach sehr redselig ist und viel plaudert. Ne? Also auch das ist möglich. Und vielleicht auch, es kann auch ein Mensch sein, der Dinge weiterträgt, die er gehört hat. Obwohl er gar nicht weiß, ob das stimmt. Ne? Ich hatte hier vor ein paar Tagen so ein schönes Posting gemacht, das hat mich so ganz sehr angesprochen. Da steht, Klatsch endet, wenn er auf weise Ohren trifft. Ne? Also die Person, ja, ist vielleicht jemand, der, vielleicht ist es auch jemand, um den es viele Gerüchte gibt. Ne? Das kann auch sein. Oder er trägt was weiter, vielleicht endet es aber auch bei ihm. Ne? Er trägt es ja im Rücken, also schau mal, was das in deiner Situation für einen Sinn macht. Vielleicht kommt dir ja schon eine Person rein. Aber meine erste Tendenz war so Kummer und Sorgen, so eine Depri-Stimmung, ne? Dass das Gemüt etwas erschwert ist. Ne? Aber die Vögel stehen auch dafür, dass eine Energie wieder vergehen kann. Also es kann auch sein, also dass es schnell vergehen kann. Es kommt und geht, wie das Vögelchen das Häuschen hier anfliegt und wieder wegflattert. Es kann auch sein, dass die Person hier so zu Stimmungsschwankungen neigt. Ne? Ja, und diese Person schaut eben hier
auf den Wunsch, auf diesen Wunsch, der möglicherweise schon alt ist, mit dem Kreuz. Kreuz und Bär zeigt, ja, so wie ich eben die Sprache der Karten verstehe, tatsächlich ein Ahnenthema an. Ich habe es ja eben schon gesagt, er schaut hier vielleicht etwas auf etwas, was ganz einfach schon so ein alter Wunsch in der Ahnenlinie ist. Was schon mal ein Vorfahre sich gewünscht hat, dass da so ein Wunsch, der vielleicht nie in Erfüllung gegangen ist, energetisch wirkt, was ihm natürlich jetzt nicht unbedingt bewusst sein muss. Ne? Also er schaut hier direkt auf diesen Wunsch. Er schaut direkt auf die Wunscherfüllung. Oder aber, hier kommt noch was rein, jemand handelt hier seinem Großvater zu Ehren. Ne? Also ihr kennt ja das, wenn jemand sagt, ich mache dies und das, da wäre jetzt der Opa wäre jetzt stolz auf mich. Ne? Es ist vielleicht auch einen letzten Wunsch erfüllen. Ne? Das will ich auch mal reingeben. Zu Ehren des Großvaters oder das kann auch sein, dass sich hier jemand Sorgen macht, diese männliche Person, um eine ältere Person. Und es geht hier vielleicht wirklich um eine Wunscherfüllung. Jetzt liegt am Ende das Kind. Ne? Das kann natürlich bedeuten, dass hier so eine Übergangsphase angezeigt ist, ein neues Leben. Vielleicht musste hier auch diese Person einen geliebten Menschen tatsächlich loslassen. Ne? Und es ging wirklich darum, jemandem, der vielleicht auf die andere Seite gegangen ist, noch einen letzten Wunsch zu erfüllen. Ne? Weil wir haben hier einen Neuanfang liegen. Und das liegt in letzter Instanz am Ende der Reihe. Ne? Also die Person hier bringt definitiv eine Schwere mit sich. Macht sich Sorgen. Ne? Auch das sind die Vögel. Vielleicht ist hier wirklich die Sorge um eine ältere Person da. Oder generell, ich kann es nur noch mal sagen, die Vögel können auch für Stimmungsschwankungen stehen oder für Geschwätz. Vielleicht hat er hier auch ein Gerücht gehört. Ja? Vielleicht ist das Ganze hier auch ein Gerücht. Ne? Dass es hier, vielleicht, dass hier eine Situation sich auf dünnem Eis bewegt. Also schaut mal, was es mit euch macht. Auf jeden Fall kommt hier mit einer Person, die heute in dein Leben kommen könnte, eine Schwere rein, eine Sorge, ein Wunsch, vielleicht ein letzter Wunsch oder jemandem zu ehren, etwas zu tun oder man hegt einen Wunsch, der schon in der Ahnenlinie liegt, was einem natürlich oder möglicherweise nicht bewusst ist. Und in letzter Instanz liegt hier Wachstum, Neuanfang und kleine Schritte. Hier will vielleicht jemand weitermachen, vorwärts kommen. Das kann es auch bedeuten. Gut, dann schauen wir mal, was hier drüber liegt mit unserem Montagsdeck, dem Botticelli-Tarot bei Losgarabeo. Ihr findet übrigens auch, das wisst ihr, die meisten wissen es, von mir verwendeten Kartendecks verlinkt in der Infobox. Ne? Also die sind alle im Handel erhältlich, überall. Und ich habe aber auch auf die entsprechenden Seiten selbstverständlich verlinkt. So. 4 Karten haben wir. Die mische ich nochmal. So. Da haben wir zuerst die 10 der Kelche. So. Die 10 der Kelche. Und die haben wir hier dargestellt. Ich muss da mal erstmal kurz drauf gucken und das auf mich wirken lassen. Das ist so eine Marienenergie. Ne? Die 10 der Kelche ist die ganz große Liebe. Bei mir kommt hier rein, jemand wird sehr geliebt. Es ist vielleicht genau diese Person, die sich vielleicht auch ungeliebt fühlt. Auch das können die Vögel sein. Aber mit der Kelch 10, also ihr seht hier, wie das ist wie so Mutter Maria. Und das ist ja die Mütterlichkeit schlechthin. Die liebt ja all ihre Kinder. Also jemand wird sehr geliebt. Bei mir kommt aber auch gerade rein, dass er sich oft ungeliebt fühlt. Gerade eben mit den Vögeln im Rücken. Ne? Das ist auch wieder so ein Hinweis auf die Depression irgendwie. Aber hier wird jemand wirklich sehr geliebt. Es kann aber auch sein, dass diese Person hier, diese ältere Person, sehr liebt. Ne? So, dann haben wir den Buben der Stäbe. Da haben wir also auch einen Impuls, einen heißen Impuls. Ich muss das jetzt erstmal im Zusammenhang sehen. Dann haben wir den Ritter der Münzen. Das ist eine Stimmung, wo Vertrauen aufkommt. Ritter sind immer Stimmungen. Der Münzritter, der ist stabil, der ist geerdet, der ist absolut vertrauenswürdig. Und wir haben die Liebenden.
Ne? Also hier geht es um eine Liebe. Das mit dem Buben der Stäbe kann es sein, der Bube, der kommt mir hier mit den Vögeln so rein, dass jemand hier einen Hinweis kriegt. Ne? Der Bube ist ein Impulsgeber, der vielleicht diese Person anschiebt, eben in diese Linie hier unten zu schauen, die vielleicht sagt, hier, denk an deinen Großvater, der hat vielleicht hier wirklich noch einen Wunsch. Ne? Vielleicht will auch jemand nochmal das Kind sehen. Also es kommt hier schon so ein bisschen so eine traurige Energie auch mit rein. Ne? Als ob hier was im Busch ist. Es betrifft nicht dich, sondern jemanden in deinem Feld. Und es geht hier wirklich um die Liebe. Jemand wird hier sehr geliebt. Das kann natürlich sowohl die Person sein, als auch hier die ältere Person. Sorry. Der Bube, der Stäbe, gibt hier einen Wink, einen heißen Impuls. Der regt hier an, mal hinzuschauen. Und mit dem Ritter der Münzen ist es aber auch eine Situation, die, wo man auch vertrauen darf. Der verbreitet eine gute Stimmung. Also der sagt vielleicht auch, sorge dich nicht, mach dir hier keine Angst. Du darfst, oder lass dir keine Angst machen, es ist alles in seiner Richtigkeit. Und in letzter Instanz liegt hier die Liebe. Ne? Also hier liegt auch eine ganz starke Liebesenergie gepaart mit so einem Kummer, eventuell mit einem Abschiedsschmerz, gleichzeitig aber mit einem Neuanfang liegt hier drin. Ich hoffe, da könnt ihr schon mal was mit anfangen. Jetzt schauen wir mal, was die Engel und Ahnen sagen. Also sowas hatten wir auch noch nicht in der Tagesenergie. Ne? So. Die Engel und Ahnen bei Kyle Gray. Oh, hier die weiße Hexe sei das Licht. Also es kann sein, dass hier jemand deine Schulter braucht. Ne? Es kann sein, dass du hier für jemanden da sein darfst. Jemand braucht dich, ne? Dass du ihn aufbauen kannst, dass du ihm ja, vielleicht auch wirklich durch eine traurige Zeit helfen darfst oder ein bisschen Trost. Ne? Vielleicht bist du ja dann auch hier die Geborgenheit in dieser Situation. Und dass es wichtig ist, dass du jemandem das Gefühl gibst, dass er sehr geliebt ist. Also hier wird dein Licht gebraucht. Das ist ja hier, das ist ja sowas von eindeutig. Ne? Sei das Licht. Junge, Junge, Junge. Also das ist ja hier, jemand braucht dich. Also ich habe ja alles schon gesagt, was es bedeuten könnte. Ne? Für jemanden da sein. Welche Rune liegt auf dieser Energie? Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Ich habe ein Herz gezogen heute. Ja. Und zwar das heile Herz. Ne? Also das unterstreicht nochmal, sei das Licht. Und sei in deiner Liebe und es kann sein, dass hier wirklich jemand dich braucht, dem es gerade nicht gut geht, weil er in großer Sorge ist, vielleicht um einen anderen Menschen. Ja, vielleicht geht es wirklich um Abschied nehmen und jemand braucht hier ganz einfach deine Unterstützung, damit er gut da durchgehen kann. Ja, Schatzis, das ist meine heutige Tagesenergie. Wir sehen uns heute auf jeden Fall nochmal. Ich komme nochmal rein mit einem Orakel und bedanke mich aus ganzem Herzen für euer Zuschauen. Freue mich riesig, wenn ihr mir ein Abo dalasst und wenn unsere Community weiterhin wächst und gedeiht. Und natürlich über eure lieben Kommentare. Bis dahin, dicken Kuss, bye bye, ciao, ciao, euer Yonanda TV.